Ja, grüß Gott schön. Mein Name ist Manfred Kainz aus Steins. Ich lebe seit 35 Jahren hier in Georgsberg bei Steins und bin ein geborener St. Josepher, sozusagen ein waschechter Weststeirer. Und ich bin verheiratet, auch seit 35 Jahren, habe zwei Kinder und habe vor 31, 32 Jahren die Firma DCM gestartet, gemeinsam mit meiner Frau. Den Standort haben wir in Steins und ja, nebenbei bin ich noch Honorarkonsult. Zwischendurch war ich mal ein paar Tage, waren schon 7 Jahre, Landtagsabgeordneter, Bezirkspartei, Obmann der ÖVP in Deutschlandsberg. Und das habe ich gemacht, weil mir der Bezirk Deutschlandsberg, der Schilcherland, eben ganz extrem am Herzen liegt. Ich glaube schon, dass ich das gekonnt hätte, aber ich hätte es nicht wollen. Ich habe in Graz gestartet und bin jetzt seit 14 Jahren in Steins tätig, also hier im Technologie- und Entwicklungszentrum Georgsberg, das ich gemeinsam mit den drei Gemeinden Steins, St. Stephan und Georgsberg gestartet habe. Und eigentlich wollte ich das nur hier machen, weil ich hier lebe. Meine Familie. Ja, was ist Heimat, ist die Frage. Heimat ist Geruch, Heimat ist Gefühl, Heimat ist Liebe. Ja? Und das kann man eigentlich nur dort haben, wo man geboren ist und aufgewachsen. Also ich lebe jetzt schäbig in Steins und werde im Herzen immer St. Josepher sein. Das ist Heimat. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich woanders, was mir genauso gut gefallen würde wie am Meer, jemals sagen könnte, das ist meine Heimat. Meine Heimat wird immer hier sein. Naja, eines hätte ich schon gern. Und meine Frau weiß das. Ich will in St. Josef begraben werden. Also wenn ich stirb, dann will ich in meiner Heimaterde ruhen. Und das Grün. Der Bezirk Deutschlandsberg hat das schönste Grün der Welt. Ich habe ja viel Grün schon gesehen, ob das im brasilianischen Dschungel war oder in China oder in Vietnam. Aber bei uns ist es am schönsten, weil das Gesamtklima auch hervorragend dazu passt. Und dazu eben die gute Luft, die wir haben, angenehme Temperaturen im Sommer als auch im Winter. Wir haben nicht weit zum Schwimmen, wir haben nicht weit zum Skifahren, wir haben nicht weit zur Kultur nach Graz, aber wir haben auch selbst starke Kulturträger im Schilcherland. Also das passt schon sehr gut. Nein, mir fällt gar nichts im Bezirk Deutschlandsberg. Wir haben ja alles. Also ich wüsste es jetzt nicht. Ja doch, das Meer. Aber wird schon noch kommen. Ja, das ist so eine Sache für sich. Wenn ich unterwegs bin und erfolgreich Geschäfte abschließen kann und wir unsere Geschäfte geschehen ja fast ausschließlich im Rest der Welt, also außerhalb der Weststeiermark, dann vermisse ich sie nicht so. Aber wenn ich dann heimfahre und am Grazer Flughafen lande und dann mit dem Auto da durch Roseck fahre, Richtung Steins und in die Weststeiermark schauen kann, dann merke ich, dass mir schon etwas Großartiges gefehlt hat, und zwar mein Schilcherland. Nein, das gehört beides zusammen. Also die Landschaft würde nicht funktionieren, wenn nicht die liebenswerten, ab und zu ein bisschen griesgrämigen, aber trotzdem herzensguten Weststeirer hier leben würden. Ich hasse nicht. Gelernt habe ich einmal da, ich war ja eine Zeit lang Kabarettist und Volksschauspieler, also gelernt habe ich einmal da das Schauspielerische, ja, also das Auftreten, das Reden,
das Sein, das Steirersein, das Weststeirersein, das habe ich da gelernt, das als Geborener habe ich das halt noch verfeinert und ja, glaub, ich bin jetzt ein guter, ausgebildeter Weststeirer.